Herzlich willkommen zurück bei Dark Souls. Wir sind immer noch hier unten, wollen die Minotauren da hinten nacheinander ausschalten, um an unser Zeug zu kommen. Erstmal unser Loot wieder. Sind ja nur noch vier, aber wenn die zusammenkommen, haben wir ja keine Chance. Und so sind es einfach auch nur zwei Hits. Bis man Matsch ist in der Birne, quasi als wenn man Modern Talking hört. Ihr wisst, zwei Hits und so. Wie dem auch sei. Einfach ein bisschen weniger blöd anstellen. Eigentlich sind es nur drei oder vier Treffer, dann sind die auch schon hin. Wirklich so, dass er dann auf den Weg geht. Ah, zu früh. Ich finde die Typen scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. Und am Ende lohnt sich die Scheiße doch nicht mehr, ich sehe es doch kommen. Aber ich meine, das kann nicht so schlecht sein, was man uns da erwartet, sonst würden die ja respawnen, die ganzen Viecher. Die Hälfte haben wir halt schon. Jetzt haben wir natürlich schon gefühlt 3 Stunden Keim mehr erlegt. Sein Kumpel dran. Ach, schade. Wir haben es gerade so. Wieso laufen die mal außen rum? Ich werde es nie verstehen, Vollidioten. Jetzt bist du dran. Alter Beule. Den holen wir uns so.
Und wenn das dann scheiße ist, da weiß ich auch nicht. So. So kleines Arschloch. Den richtigen Ring haben wir um. Warum? Große Seele, ja, immerhin. Das ist wahrscheinlich noch geiler, weil da liegt direkt inner Lava. Faustloot. Ja, cool. Kommt man hier irgendwie noch woanders ran? Gut, die Seele, die bringt jetzt schon was. Aber sonst, keine Ahnung, bin ich mir gerade ein bisschen unsicher. Ich würde sagen, wir reisen dann erstmal zum Feuerbandschrein. Dürften wir eigentlich alles geholt haben. Und dann können wir ins Grab Maler Riesen reisen. Und dann war ja schon die DLC-Welt dran, oder? Weiß ich gerade nicht, vielleicht. Wie viel Seelen kriegt man eigentlich für die Spacken? So, das war ja so. Deswegen habe ich das nie gemacht. Okay, das ist einfach nur nervig. Und es lohnt sich nicht. Es lohnt sich nicht. Ach, verpiss mal. So, wo haben wir? Da hätten sogar einen Heimkehrknochen, cool. Zehn sind das nur. Es fehlen jetzt noch 9000. Teleportieren. Feuerband schreien, da waren wir lange nicht mehr. Und er versucht's. Er versucht's. Dornenrüstung. Drachengurschwert können wir ja nur. Moment mal, ich hätte mich ja auch. Moment. Die Tiefen war das, oder? So kenne ich mich aus, ihr Freunde der Sonne. Gemeinde der Untoten? Ich bin mir gerade echt nicht sicher, wo ich hier hinreise. Ich will zu dem Schmied. Zu irgendeinem Schmied. Ah, seht ihr. Natürlich.
So, Gargoyle-Hellebarde. Rude. Göttlich. Waffen verstärken ja auch nur die, das können wir ja selber ausrüsten. So, Gegenstand kaufen. Don't get yourself killed, das ist halt auch der Tipp fürs Leben. Wir gucken mal was anderes. Jetzt müssten wir eigentlich bei der Prinzessin rauskommen, oder? Weil das andere Leuchtfeuer ist ja da ein bisschen weg. Achso, jetzt muss ich darüber reden. Wenigstens etwas. Ich könnte dann auch einen Ring wieder wechseln. Hier haben wir ja nicht so viel Lava. Um nicht zu sagen, wir haben ja gar keine Lava. Deswegen wechseln wir das Langregen. Hier ist ja gar kein Hebel, oder? Warum ist hier eigentlich kein Hebel? Sinnlos. Müssen wir jetzt nochmal rüber teleportieren. Hier, hallo! Hierhin wollen wir. War doch so, oder? Ah, ich werde mal was gucken. Ach, eins hätte eigentlich gereicht. So, menschliche Gestalt. Wo wir so extrem menschlich ja auch nicht aussehen. Ich wollte noch mal was gucken, nämlich was ich gesehen habe. Komm hoch. Ich weiß, es gibt so eine Art Glitch mit Rollen, dass man keinen Fallschaden bekommt. Hier waren wir nie drin, oder? Geht er auch nur da hoch? Möchte ich mir jetzt wenigstens kurz angucken. Und ja, wieso gibt es da zwei solche Eingänge? Wieso? Wieso haben wir den auch noch nie gesehen? Ich sage immer ganz gerne wir, damit ich auch ein bisschen Schuld auf euch schieben kann. Wie sich das gehört. Ah, jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte. Ah, ich dachte, ich bin weggesprungen. So, holen wir uns erstmal den Spacko da oben.
Ja, sehr fair. Oh, hat mir nichts abgezogen, oder? Glück gehabt. So, hier oben gab es ja dann... Was war das hier oben? Ich bin mal ein bisschen lost, wisst ihr ja. Ja, es war da oben. Gab es so immer sowas wie eine Invasion? Oder immer, was heißt immer? Manchmal. Wahrscheinlich hätte ich das schon eher machen müssen. Okay. Auf die Art wollte ich eigentlich nicht abkürzen, aber... Mann, 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 einfach mal sterben. Gegenstand, Dämonensperr. Blitz kann er umwandeln. Großschwert, ja. Gegenstand kaufen. Könnte man es halt ein bisschen... Immerhin. So, jetzt können wir uns ja Rüstung verstärken. Moment, können wir ausrüsten? Waffe verstärken? Können wir unseren Schild verstärken? Oder haben wir den schon auf dem höchsten? Ich glaube, den haben wir schon auf dem höchsten, oder? Wenn das Wappen verstärken? Ach, Funketitanie will ich dafür nicht. Muss ich selber mal gucken. Was ist so an. Ist schon plus 5. Sehr schön. Im Endeffekt ist die Schulden und die Gamaschen noch. Rüstung verstärken. Schatten, Silber hinten. Ist natürlich schade. Es fehlt noch. Mann. So eine Kacke. Jetzt müssen wir natürlich den letzten Heimkackknochen opfern, damit wir auch mal ein bisschen Progress haben hier. Jetzt dürfen wir uns alle ein bisschen anstrengen. Ja, wenigstens, da hätten wir auch hinlaufen können, oder? Teleportieren. Feuerbandschrein. Damit noch ein bisschen was passiert. Ja, wenn wir schon mal hier sind. Boing. So. Der pennt wieder. Wie ich das hier am Anfang halt komplett übersehen habe. Nervt mich mal alle nicht so. Und schon wieder hier im Dunkeln. Aber Leute, es wird lang nicht mehr geruckelt, toi toi toi.
Ernsthaft jetzt? So viel zum Thema Menschlichkeit. Achso. Okay, dann nochmal. Wieso muss man sowas eigentlich in die Welt legen? Damit man ein bisschen schwerer vorbeikommt, oder was? Ich werde es nie kapieren. Manche Level-Design-Entscheidungen, nicht nur bei dem Spiel, auch bei anderen. Haben wir ja schon mal einen Großteil wieder. Außer vielleicht unsere Menschlichkeit, die haben wir komplett verloren, aber naja. Ach, das waren diese dummen Totenköpfe, oder? Geht mir nicht auf Säckel. Anstrengend genug, dass ich ja gar nicht mehr aus dem FF weiß, wie ich da jetzt hinkomme. Bei denen geht das Backstabbing natürlich wieder. Nervensäge. So. Es ging schon da oben weiter, oder? Ich habe keine Ahnung mehr. Ah, an den kann ich mich noch erinnern. Gott, wie dumm war das denn jetzt? Ich habe alles vergessen, Freunde. Ging hier hinten weiter, ne? Ich habe es halt echt komplett vergessen. So, jetzt nochmal schön langsam hier hoch. Hier rein schon mal nicht, sondern hier lang. Ich höre doch. Okay. Och mein No. Was hier? Bevor es irgendwann mal eng wird, da habe ich keine Lust drauf.
Moment, hier ging es weiter runter, oder? Blutfleckhirn, warum war ich da oben noch nicht? Na Gott, ein bisschen egal. Okay, grüne Scherbe. Glaube ich jetzt? Nö. Ja, das sieht schon mal besser aus. Haben wir den überhaupt schon mal empfacht? Hier sind wir. Wir sind schon mal gar nicht so extrem falsch. Die sind halt wirklich nervig. So, wir machen uns jetzt schon mal ein bisschen. Wir werden uns immer ein bisschen. Ah, Alter! Ich will mich gerade erst umbauen, Junge! So, nehmen wir das weg und nehmen den, weil wir nehmen nicht das weg und nehmen das. Da kommen wir wahrscheinlich auch irgendwo hin. Aber die sind nervig. Übertreib's nicht. Jetzt kommt die Eimer noch an. Meine Fresse. Der Hut ist aber sehr praktisch, muss ich sagen. Dann müssen wir, glaube ich, jetzt hier wieder hochklettern, wenn wir die Leiter finden sollten. Da. Und ich gehe mal davon aus, dass man wahrscheinlich von diesen hässlichen Weirspin hier direkt zum Grabmal der Riesen gehen soll. Was ist mit Blocken? Da steht nicht wieder auf. Sehr schön. So. Ja, ich wollte jetzt genau treten. Das hätte man wahrscheinlich irgendwie holen können. Danke. Na, ich bin kein Kleriker. Friends now. So I'll split it with you. In any case, have a look.
It'll shimmer you blind. Bösewicht? Hallo, ich will den vielleicht. Kann ich vielleicht einfach nur umbringen, oder? Okay. Ich hätte eigentlich gerne erstmal ein Leuchtfeuer. Ach, das stößt mich runter, oder? So Leute, ich würde sagen, wir machen hier trotzdem eine Pause und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, macht's gut, auf Wiedersehen.